Das ist Katharina von Aufschneider. Normalerweise kann man sie nur hören. Wir treffen die 34-jährige Südtirolerin in Brüssel. Sie gibt uns heute einen Einblick in ihr Leben als Dolmetscherin. Und das sind ihre Kunden. Durch Katharina können sich all diese Menschen verständigen. Kein leichter Job, wie wir noch merken werden. Aber erst mal von vorn. Wir begleiten Katharina in ihr Büro. Versteckt in diesem winzigen Raum, oberhalb des Pressesaals. Hallo Jutta. Hallo Katharina. Und, haben wir schon was bekommen? Jawohl, jetzt sind 4 Reden gekommen. Die Reden der Ministerinnen und Minister bekommt Katharina in letzter Minute und bereitet sich dann noch schnell mit Kollegin Jutta vor. Und das in 5 Sprachen. Englisch, Italienisch, Französisch oder Spanisch bekommt sie aufs Ohr und übersetzt, was sie hört, direkt ins Deutsche. Heute bei einer Pressekonferenz. Wir haben jetzt noch 8 Minuten, bis die Sitzung beginnt. Das heißt, wir müssen uns jetzt kurz konzentrieren, damit wir uns da noch drauf vorbereiten. Und dann schauen wir mal. Das heißt, Vokabeln und Redewendungen rausschreiben. Viel Zeit ist nicht, aber mit Vorbereitung kann Dolmetschen doch nicht so schwer sein. Ich schaue jetzt diese schriftlichen Redebeiträge, die wir bekommen haben, kurz durch. Am Ende gilt natürlich das gesprochene Wort. Das heißt, das zeigt einem auch nur, was vermutlich kommen wird. Ist aber keine sichere Sache, dass es dann am Ende auch so vorgetragen wird. Doch nicht so leicht wie gedacht. Katharina muss oft improvisieren und auf verschiedene Situationen spontan reagieren. Wir wollen mehr über die Herausforderungen des Jobs erfahren. Und haben Clips von schwierigen Konferenzen herausgesucht. Vom Profi wollen wir wissen, wie sie darauf reagieren würde. Herausforderung 1, aufbrausende Minister. So viel also zu Ihrer schwarzen Null. Die einzige schwarze Null, die hier sitzt, die sitzt dort, Herr Scholz, mit Ihrer Person. Ja, sowas finde ich dann schon eher amüsant, muss ich sagen. Weil natürlich, das ist eine heftige Debatte, da wird heftig debattiert, da fliegen dann vielleicht auch manchmal Beleidigungen. Die muss ich korrekt wiedergeben, damit die Rednerin sich dann verteidigen kann und entscheiden kann, wie reagiere ich drauf. Katharina ist also eine neutrale Übermittlerin. Das geht aber nicht immer. Unsere Herausforderung 2. Emotionale Situationen. In unserem Beispiel berührt eine Rede von Selenskyj zum Ukraine-Krieg die Dolmetscherin. Ukrainer, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Entschuldigung. Ja, fühle ich sehr mit der Kollegin. Da muss ich sagen, es kommen mir selber fast die Tränen. Aber darum geht es ja auch. Das ist ja eine emotionale Rede und das hat sie auch richtig rübergebracht. Dadurch, dass sie in dem Fall auch persönlich davon betroffen geht und ihr das nahe geht. Hast du irgendwelche Tricks, dich emotional zu distanzieren oder geht das einfach gar nicht? Das finde ich geht ganz schwer, weil man es eben mitleben muss, um das wirklich auch so rüberzubringen. Man soll sich nicht unbedingt emotional distanzieren. Dolmetschende müssen also nicht nur Worte, sondern auch Emotionen übermitteln. Und gleichzeitig darf ihre Meinung nicht mit einfließen. Sie sind zur Neutralität verpflichtet. Keine einfache Aufgabe. Wir sind gespannt, was heute passiert. Oh. Kopfhörer auf, Mikro an. Als erstes ist Jutta dran. Good afternoon. Welcome to this week's College Readout. We have the pleasure of having Vizepräsidentin Jourová und Kommissar Reinders bei uns. Jutta und Katharina sind Simultandolmetscherinnen. Heißt, sie übersetzen in Echtzeit. Zur Stärkung der öffentlichen rechtlichen. Während Jutta dolmetscht, liest Katharina mit. Denn Dolmetschende arbeiten hier im Team. So kann Katharina übernehmen, falls Jutta nicht weiter weiß. Alle 20 bis 30 Minuten wechseln sie sich ab. Klingt kurz, aber dann lässt tatsächlich die Konzentration nach. Die braucht Katharina jetzt. Vielen Dank, Vera, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bonjour, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver.
Es ist wirklich schön, Sie wie jedes Jahr wieder hier zu sehen. Es freut mich, hier die vierte Ausgabe des Berichts zum Status der Rechtsstaatlichkeit vorstellen zu dürfen. Alle Parlamente besucht, habe Diskussionen. Seit 3 Jahren ist Katharina auf Kanal 1 Deutsch zu hören. Insgesamt gibt es 24 Sprachen in der EU. Bei so viel Vielfalt gab es doch sicher mal einen verheerenden Patzer. Da hat Frankreich irgendwie gesagt, ja, folgende Situation, il faut pas faire comme l'autruche. Und Autruche ist der Vogelstrauß, also man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Aber Autriche und Autruche, Österreich und der Vogelstrauß klingen im Französischen sehr ähnlich. Und die Kollegin hat gedolmetscht, ja, man darf das nicht so machen wie Österreich. Und Österreich ist natürlich, also wie bitte, und hat gleich geschaut und ja, also was es soll. Und das sind natürlich peinliche Fauxpas. Kleiner Fehler, große Wirkung. Viel Verantwortung für Katharina. Noch schwieriger ist es, wenn die Redner es auf Englisch versuchen. We cannot allow that everybody does as he pleases. We are all sitting in one boat. Das ist natürlich fürs Dolmetschen eine klare Herausforderung. Aber musst du manchmal schmunzeln, wenn dann jemand so Englisch spricht? Ich muss ja dann aus diesem Ausgangstext was machen, weil man ja verstehen muss, was er will. Das ist dann eher zum Teil auch ein wenig zum Verzweifeln, weil man das versucht irgendwie nachzuvollziehen. Verständnisprobleme sind daher eine weitere Herausforderung. Und kurz vor Ende der Konferenz gibt es ein Problem. Internationale Journalisten schalten sich online dazu. Die haben aber manchmal eine schlechte Internetverbindung, so wie dieser Korrespondent aus den Niederlanden. Guten Mittag. Hi, das ist Matthias hier, das Financiële Dagblad. I have a question regarding the way this is presented. Die Dolmetscher tun ihr Bestes, aber die Tonqualität lässt doch sehr zu wünschen übrig. Jutta kann nicht dolmetschen, was sie nicht versteht. Und teilt das ihren Zuhörenden im Pressesaal mit. Wenigstens ist es danach direkt geschafft. Meine Güte. Das hast du sehr gut abgeschlossen. Ja. Das ist eine nervige Situation. Also der letzte Beitrag war wirklich nervig. Es war kaum zu verstehen. Und wie war die Pressekonferenz, abgesehen von den Tonproblemen? Ich habe heute schon ein bisschen gekämpft, weil tatsächlich sind zwar die Redebeiträge da gewesen, aber die Redner haben sich nicht unbedingt dran gehalten. Das macht es natürlich schwierig. Nimmt man das dann irgendwie mit nach Hause und ärgert sich noch drüber oder ist es jetzt gegessen? Also ich würde sagen, das muss man als gegessen sehen. Zu viel Perfektionismus tut definitiv nicht gut. Irren ist bekanntlich menschlich. Eine KI wäre da nicht so anfällig. Und Übersetzungsprogramme gibt es schließlich auch schon für den Urlaub. Könnte eine KI Katharina deswegen bald ersetzen? Nein, weil du ja auch ein Kontextverständnis mitbringen musst, weil die Gestik und Mimik nicht gelesen werden kann. Auf Katharina lasten viel Druck und Verantwortung. Um ihren Job gut zu machen, muss sie in 5 Sprachen und Kulturen in Übung bleiben. Da ist ein Ausgleich sehr wichtig. Kommst du dann hierher immer, um runterzukommen? Ja, ich finde es einfach angenehm, nach der Sitzung hier kurz das Hirn auszulüften, kurz runterzukommen, auch kurz noch mal den Tag Revue passieren zu lassen, um ihn dann aber ad acta zu legen und zu sagen, gut, jetzt bin ich bereit, morgen geht's weiter, neue Sitzung, neues Thema. Es geht wieder von vorn los. Dolmetschen ist also viel mehr als nur übersetzen. Ohne Dolmetschende würde kaum eine internationale Konferenz funktionieren. Und damit auch nicht der Austausch innerhalb der EU.